that kills me makes me feel it. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Euer Yogi ist na klar wieder zurück am Stissel mit der zweiten Folge Modern Warfare 1. Wir kommen langsam hier im Helikopter Richtung Einsatzgebiet. Mal schauen, ob wir dieses Mal aus dem Heli was treffen. Ich habe immer noch die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt, merke ich gerade. Muss ich mal kurz runterdrehen. So, schon angenehmer zu spielen. Ich denke, wir werden jetzt hier gleich mal abgesackt werden. Jawohl. So, dieses Mal wieder mehr nach dem gelben Punkt richten. Man lernt ja schließlich aus den letzten Fehlern. Sieht wieder so Art Ägypten oder ähnliches aus. Kann losgehen. Move, move, move. Das Aim heute schon wieder. Schrecklich. Mann. Nein, wo schießt da einer? Ich bin gleich tot. Was geht? Was geht? Wo stand denn der bitte? Oh, das sind aber allerdings... Nee, Freunde. Jawohl, so wünsche ich mir das in den neuen Spielen. So, diesmal bekommt ihr mich nicht. Schweine. Nein, ich habe meinen eigenen auf dem Gewissen. Nein. Drei von 30 Laptops habe ich schon. Laptops, Laptops, keine Ahnung. Boah. Ich hätte Konzentration oben mit einpacken sollen. Das genaue Ziel kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was meine Mission momentan ist. Bin aber immer noch begeistert eigentlich von der Grafik. Wenn man sich heute mal Ghost anguckt, da hat sich echt nicht viel verändert. Da stellt sich mir die Frage, waren die damals schon so gut oder haben sie sich nicht weiterentwickelt? Könnt mir ja gerne mal eure Meinung unten reinhauen. Muss aber echt sagen, so ein kleines Let's Retro macht schon Spaß. Hä? Sind wir hier vorher rübergelaufen? Schießen die denn? Scheiße, ich muss in Deckung. Bloody Screen. Kam da gerade einer von hinten? Tatsächlich. Oh. Scheiße, die greifen sogar von hinten an. Ja, ich wollte mal noch... Wow, weg vom Auto. Nein! Zu spät. Zu spät realisiert. Nein. Fail Nummer 2. Wann der jetzt?
Irgendwie ein Scharfschützengewehr. Schießen die den her? Wow, nee! Das wird eine richtige Fail-Folge. Nummer 3. Fuck. Ich glaube, das üben wir nochmal. Das war ja richtig scheiße, war das. Ich glaube, ich habe echt zu stark eingestellt. Ich starbe jetzt gleich das vierte Mal. Die kommen ja überall her. Was geht? Bin ich gar nicht gewohnt von Ghosts. Eigentlich haben die immer den gleichen Spawnpunkt. Die überrennen uns. Zack, zum vierten Mal. Fünften Mal tot. Okay, jetzt sind wir so langsam da angelangt, dass Ghosts wieder nervt. Ach, Ghosts, sah ich den schon. MW1. Ja, ich wollte noch dazu sagen, in nächster Zeit kann es vorkommen, dass vielleicht nicht mehr so regelmäßig ein Video kommt. Weil jetzt geht es bei mir langsam, wie ihr schon bemerkt habt, Richtung Prüfung. Und da soll ich natürlich mal ein bisschen mehr auf die Schule konzentrieren. Deswegen, wie immer, nimmt's mir nicht krumm. Verdient schließlich meine Brötchen nicht mit YouTube. Aber natürlich, als Ausgleich mache ich das schon. Guck schon, dass ich noch ein Video in der Woche natürlich bringe. Ich meine, es macht mir auch Spaß. Und ein bisschen Abwechslung von der Prüfung brauche ich na klar auch. Von der Schule. Und wenn einer von euch MW1 hat, dann kann er sich gerne mal bei mir melden. Weil ich würde gerne mal ein bisschen was im Multiplayer-Modus machen. Wer da Lust hat, vielleicht mit mir und ein paar anderen ODBB-Mitgliedern zu zocken, der meldet sich einfach mal. Schreibt am besten unten eure PSN-Namen oder Skype-ID unten rein. Dann melde ich mich bei euch. Ganz schön knackig das Spiel, muss ich zugeben. Kontrollpunkt erreicht. Das klingt doch schon mal sehr gut. Oh, Rakete. Hoch das Ding. Ja, toll. Tu mal deinen Kopf weg. Was willst du? Wie im Hardcore-Modus im Multiplayer. Die Randys rennen einem immer in den Schuss. Anfänger. Ich sag nur einmal mit Profis. Geh doch mal weg jetzt. Dass sie immer einen Schuss stehen müssen. Aber so langsam kommen wir voran. Ich hab doch Zeit hier. Jetzt ein bisschen einfach einstellen sollen. Das war Tod Nummer 6. Bei 10 Toten in der Folge gebe ich einen Kasten Bier aus. So, jetzt haben wir die 100er Brezi hier ausgepackt. Läuft.
würde gerne mal wissen, was ich jetzt hier für eine Mission habe. Das wurde mir leider nicht angezeigt. Ja, ich komme doch von da. Was soll er denn? Warum stehen die in diese Richtung, wenn man die müssen? Verstehe ich nicht. Ach, die Map kennen wir ja aus der Multiplayer-Map. Ganz ehrlich, eine meiner Lieblingsmap. Wer sich auskennt, da drüben steht immer das Gebäude, wo man rüber snipen kann. Richtig geil. Auf geht's, Boon. Gib mal hier Gas. Die ganze Tagzeit. Interessant ist mal zu sehen im Einzelplayer-Modus, wenn man so die Maps im Multiplayer-Modus kennt. Doch eine leichte Veränderung. Oh, der kann um die Ecke schießen. Es geht. Wow. Muss schon wieder aufpassen. Schon wird es langsam dünn mit dem Kasten Bier. Nächster Kontrollpunkt. Einfach mal rein sprayen hier auch nicht. Oh nein, Bombe. Stürmt die Bude. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wie man den Multiplayer startet. Ich habe ja echt gedacht, dass es gar nicht geht. Aber es läuft noch. Es findet sich doch immer mal wieder noch ein paar Randys auf den Servern. Sag mal, sind die da zu 100 hinter der Brüstung oder was? Hüpf, hüpf, hüpf. Wow. Stirb doch endlich. Ey, die wissen, wo ich bin. Wallhack. Scheiße. Jetzt muss ich raus. Geht nicht anders. Ey, warum immer auf mich alle? Nein, das achte Mal tot. Ja, jetzt könnt ihr wenigstens mal ein paar hübsche Sprüche hören von irgendwelchen berühmten Kriegshelden. Ich stürme auch einfach zu weit vor. Mischen wir die mal erstmal so aus. Regel Nummer 1, erst laden, dann aus dem Versteck raus. Ey, nein. Was wollen die alle von mir? Stirb doch endlich. Danke. Komm schon, zeig dich. Danke. Muss ich jetzt hier alle alleine töten, oder was? Ja, danke, dass er endlich mal nachrückt. Sitzt doch irgendwo da oben, oder?
Scheiße. Wie viel spawnen denn da noch da hinten? Das gibt's doch gar nicht. Das wird heute eine längere Folge. Erstens, na klar, durch die Fails. Aber bis wir hier rauskommen. Ich glaube, ich töte hier alleine alle. Das gibt's gar nicht. Die Marionetten hier laufen nur mit. Das ist Dekoration wieder. Keine Munition langsam mehr. Was geht? Also, rauf. Wo geht's rauf? Tür auf. Ja, da kommen unsere Jungs. Ich glaube, die kommen jetzt mit Panzern angerückt. Ich vergesse jedes Mal wieder den gelben Punkt nachzurücken. Suchen Sie in der Fernstation nach Khalid al-Assad. Das wird unsere nächste Mission. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier wieder und warten auf den Gegner, bis er angerückt kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Retro MW1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Yogi. Ciao.